Das Pflege- und Betreuungszentrum Melk bietet ein Zuhause für knapp 150 Bewohnerinnen und Bewohner. Für viele von ihnen heißt es jeden dritten Donnerstag im Monat auf zum hauseigenen Friseur. Möglich wird das durch eine Kooperation mit der überbetrieblichen Lehrausbildung im WiFi St. Pölten, die vor 5 Jahren gestartet wurde. In der Zwischenzeit ist es eigentlich auch so, dass sie wirklich einen Spaß miteinander haben. Und ich denke, diese generationenübergreifende Kontakte, das Arbeiten miteinander, sage ich mal, das ist einfach ganz was anderes und das macht einfach ganz, ganz viel Offenheit und wischt ganz viel Ängste auch weg. Treibende Kraft hinter dem Projekt war Lehrgangsleiterin Renate Köck, die damals durch ihre Schwester eng mit dem PwZ verbunden war. Binnen kurzer Zeit waren auch alle anderen Ausbildnerinnen von der Idee begeistert. Wir bringen frischen Wind ein. Wir haben wirklich eine Gaudi-Rente nebenbei ein bisschen mit den Menschen. Also es ist wirklich, glaube ich, beiderseits eine Bereicherung. Ja. Wenn wir reinkommen, die warten schon auf uns und freuen sich schon auf uns. Das ist immer so schön zum Beobachten, dieses Strahlen der alten Menschen in den Augen. Und ja, man kommt einfach gern da rein. Die Besuche im Pflegezentrum sind auch wichtig für die Ausbildung, denn die Lehrlinge erleben in der Praxis, worauf es bei der Arbeit mit älteren und gesundheitlich eingeschränkten Menschen ankommt. Wenn nötig, wird auch direkt im Zimmer gearbeitet. Das ist natürlich für die Bewohner, wenn wir es zum Friseur führen würden, einfach immer ein Strapaz. Darum ist es für die Bewohner sehr, sehr angenehm, wenn einfach die Friseurinnen zu uns kommen, wie genauso auch die Zahnärztin zum Beispiel einmal in der Woche zu uns kommt und die Bewohner und Bewohnerinnen vor Ort betreut. Und das ist einfach eine wesentliche Erleichterung, weil es einfach die Strapaz wegfällt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die soziale Komponente, denn für den Haarschnitt fallen den Bewohnerinnen und Bewohnern keine Kosten an. Dazu kommt, dass auch immer genug Zeit für persönliche Gespräche bleibt. Also ich finde es sehr schön, den alten Leuten eine Freude zu machen. Wenn sie jetzt nicht zum Beispiel jemanden haben, den sie zum Reden haben, sind wir auch für sie da. Und wir quatschen viel mit denen, wir fragen sie, wie es denen geht, weil sie haben das, glaube ich, auch nicht oft hier. Und ja, es ist uns eine Freude, einmal im Monat hierher zu kommen. Und genau das ist es, was das Projekt zu einem Musterbeispiel für ein gelebtes Miteinander der Generationen macht.